Der Schuppen ist abgeschlossen. Verschlossen. Es ist eine Truhe mit einem Aufkleber von Corley Motors vorne drauf. Das ist das Abzeichen der Vultures. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mo ein Vulture war, aber andererseits, wo hätte sie sonst den Rückstoßbooster her? Ein Schlauch, den ich für mein Bike brauchen kann. Ich denke, Mo stört's nicht, wenn ich mir das mal leihe. Mo? Ziemlich verlassen aus. Vielleicht hatte der Boss Unrecht und sie kommt doch nicht her. Sie kommt schon. Wir waren nur schneller als sie. Das heißt, wir können nur abwarten und Tee trinken. Was für eine stinkende Scheiße. Tja, das waren sie alle. Den hält jetzt nicht mehr viel hoch. Vielleicht nehme ich mir ein bisschen.
Was für eine Sauerei. Sieh nur, wie er läuft. Das war Nestors Schuld. Steigt schnell rein, ich habe einen Plan. Wir werden diese Corlegöre aus ihrem Versteck locken. Mit einem Motorrad. Boss, sie hat doch schon eins. Ja, aber an diesem hat sie mit ihrem Vater gearbeitet. Ist so eine emotionale Sache. Versucht nicht, das zu verstehen. Jetzt beeilt euch. Professor Schmetterlings experimenteller Fluganzug. Achtung! Die Poyahoga-Schlucht zu überspringen ist sehr verlockend, aber strengstens verboten und höchst gefährlich. Wir empfehlen zur Überquerung der Schlucht die kürzlich erbaute Poyahoga-Brücke. Fahren Sie vorsichtig. Dies hier ist das letzte Foto von Professor Schmetterling. Einer der vielen Todesfälle an dieser Schlucht. Ricky Myrons unverschämter Sprung über die Schlucht. Seiltänzer, menschliche Kanonenkugeln und sonstige Akrobaten. Schon viele haben versucht, die mächtige Poyahoga-Schlucht zu überqueren. Und die meisten haben versagt. Bis auf Ricky Myron, die fliegende Fackel. Er sprang über die Schlucht mit einem Corley-Motorrad. Später wurde entdeckt, dass er seine Corley manipuliert hatte, und zwar mit einem zulassungswidrigen Spezialtreibstoff-Rückstoßbooster der Zerstörerklasse und einem automatischen Luftkissengebläse. Myron erklärte, er würde diesen Sprung gerne wiederholen, um seinen Ruf zu bereinigen. Aber seine Spezialrampe sei von einer geheimnisvollen Trucks entführenden Motorradgang gestohlen worden. Rückstoßbooster und Luftkissengebläse, hm? Danke für den Tipp, Rick. Du hast aber recht, ich brauche diese Rampe. Das ist eins der Dinge, die ich nie gebraucht habe.
Sieht gut aus für ein gebrauchtes Teil.